Welcome back to the Flight Deck. Wir haben einen Worst Report für euch gemacht mit dem aktuellen Progress von Star Citizen 2.5, also dem Entwicklungsstand des Spiels. Und wie immer werden wir euch natürlich den Ist-Stand zeigen, dann sagen, was ist der nächste Patch, das seht ihr auch oben in der Leiste, und dann eine gewisse Roadmap aufzeichnen. Der Major Patch 2.5 ist gestartet kurz nach der CIG-Präsentation und es gab auf der Präsentation einen spannenden Ausblick für das ganze Jahr. Ja, die Gamescom war es also, da ist der Patch dann mit uns zu uns gekommen und wir haben ihn natürlich auch erfasst auf der SCB Progress-Seite. Das heißt, da könnt ihr nochmal im Einzelnen nachschauen, wie das jetzt aktualisiert aussieht mit allen Features. Ich würde aber sagen, wir hauen jetzt direkt in die erste Kategorie und das ist natürlich Progress, also der Fortschritt, der gemacht wurde. Grimhex ist da das Stichwort. Wahrscheinlich die wichtigste Neuerung, eine große stillgelegte Mining-Station, die jetzt von Outlaws beherrscht wird und da gibt es dann speziellen Content. Beheimatet ist sie im Yella-Gürtel, aber es gibt speziellen Content und das sind zwei Stores, die jetzt schon live gegangen sind. Das ist einmal das Scutters, ein Waffenladen, wo man die Energiewaffen bekommt im System, als auch die Outlaw-Rüstungen und dann haben wir noch den KC Trending Store für die Outlaw-Kleidung. Beides exklusiver Content für Outlaws. Ja, das bedeutet, das Waffenarsenal wurde jetzt getrennt. Energiewaffen gibt es auf Grimhex und ballistische Waffen auf Port Olisar. Outlaw-Kleidung auf Grimhex und die zivile Kleidung auf Port Olisar. Das bedeutet, ihr findet es zum Beispiel nicht auf Arkorp, diese ganzen schönen Klamotten. Tatsächlich, wenn ihr Outlaw-Mode haben wollt, müsst ihr nach Grimhex und es ist eine Reise wert. Da können wir übrigens nur sagen, nehmt euch jemanden mit, der weiß, wo es ist. Es ist nämlich gar nicht so leicht zu finden. Oder ja, im Zweifel der Outlaw-Status, der hilft einem auch. Genau, und was noch gemacht wurde, ist das neue Landesystem eingeführt. Das ist eine Augmented Reality, die quasi in den Blick des Piloten projiziert wird. Da werden dann die Landeflächen gehighlightet, je nachdem, wie der Zustand der Landefläche ist. Und dann kann ich dort landen. Auch der Landemodus an sich wurde vereinfacht und das Landesystem erkennt die Größe des Schiffs. Später soll auf Basis dieser Landemechanik tatsächlich die Anfrage, die Landeanfrage über den Bildschirm laufen. Alles das oder das Docking soll integriert werden. Ja, sehr, sehr schöne Sache. Wir haben auch noch mehr in dem Patch drin, von dem ihr vielleicht vieles noch gar nicht seht. Und zwar das Itemsystem 2.0 wurde im Backend angelegt. Das bekommen wir jetzt aktuell noch nicht im Spiel zu sehen, ist aber für den weiteren Fortschritt sehr, sehr wichtig. Das bedeutet, da gab es dann Updates zu Schiffskomponenten vor allem. Das heißt, die können sozusagen dann im späteren Verlauf von den Spielern einzeln angesteuert werden. Außerdem wurden ja die Ausrüstungs-Loadouts und die Kombinierbarkeit und so dann da angeglichen, sowie die gesamten Komponenten in ein neues Klassensystem unterteilt. All das findet sich jetzt im Hintergrund, also das heißt, sucht noch nicht danach, das wird ein bisschen später kommen, ist aber auch offizieller Inhalt von 2.5. Ja, und was wir noch in 2.5 haben, ist ein neues Health-System. Genau, das sogenannte Player-Health-System 2.0. Konzentriert wurde jetzt die Arbeit schon mal auf die Extremitäten, dort die Schadenszonen genauer zu erfassen. Insgesamt wurde das Schadenssystem genauer projiziert jetzt und ist etwas zielsicherer. Es ist auch so, dass wenn ihr Treffer bekommt an den Extremitäten, dann könnt ihr inzwischen daran sterben. Ziel dieser ganzen neuen Mechanik ist es, am Ende der Entwicklung ein Penalty-System zu entwickeln, wodurch man Einschränkungen bekommt, wenn man zum Beispiel einen Beinschuss bekommt. Ja, auch das jetzt in der Anfangsmechanik, da werden wir wahrscheinlich im nächsten Patch noch mehr zu lernen. Kommen wir aber noch zu. Erstmal haben wir noch das neue Wanted-Level-System-Update für euch. Und da geht es wirklich darum, dass jetzt die Factions, also die Fraktionen, geteilt werden in Gesetzestreue und Outlaws. In der ersten Instanz sieht das so aus, dass jemand, der einen Verbrechensstatus hat, automatisch auf Grimhex spawnt, während jemand, der gesetzestreu sich verhalten hat oder eben gar selber Piraten und Outlaws jagt, weiterhin auf Port Olisar erwacht und dort auch seine Schiffe rufen kann. Das ist quasi eine neue Systemlogik, die sich jetzt auch weiter immer durchs Spiel durchsetzen soll und die dann auch dazu geführt hat, dass das Quantum-Travel-System sich angepasst hat. Dadurch sehen nämlich Outlaws zum Beispiel die Grimhex Station, während sie Gesetzestreue nicht sehen. Ist ein bisschen, es geht dabei um Exklusivität, dass man die Karrieren und den Reputationsstatus trennt und dementsprechend halt Features freischaltet für die verschiedenen Bereiche. Das ist sozusagen der erste Schritt, den wir jetzt gemacht haben. Und jetzt nochmal am Rande, vielleicht auch wichtig, natürlich die Schiffe, die eingeführt wurden. Wir haben tatsächlich drei Schiffe, die mit dem Patch 2.5 Flight-Ready geworden sind. Da einmal die Reliant Core, Second, also Tier 2 Level für Einsteiger, ein Cargo Hauler
Und dann haben wir noch zwei Varianten der Argo, des Utility Ships, was live gegangen ist, was flugfähig ist. Da einmal eine Cargo-Version und einmal eine Passagier-Version. Nachgeliefert für die Starfarer wurde jetzt tatsächlich ein Size 5 Bering-Laser. Der M7A-Laser, der wird die Hauptbewaffnung auf dem Turm darstellen bei der Starfarer und ist dann jetzt auch zum Kauf da, zum Beispiel für die Vanguard wäre das sinnvoll. Genau. Stolzer Preis, 24.000 UEC kostet das Teil, aber wir müssen es mal testen. Ich habe es noch gar nicht ausprobiert, muss ich ganz ehrlich gestehen. Gucken wir uns mal an. Wir gehen jetzt in die nächste Kategorie und das ist unsere Next-Patch-Spekulation. Wobei, ehrlich gesagt, so viel Spekulation ist gar nicht dabei diesmal. Eigentlich hat Chris Roberts schon ziemlich viel verraten davon. Das ist eigentlich ziemlich offen. Natürlich wird 2.6 Star Marine bringen. Fraglich ist jetzt, ob auf der CitizenCon neben Squadron 42, was vorgestellt werden wird in einer gewissen Form, ob wir es schaffen, vor der CitizenCon noch den Star Marine Patch zu sehen oder nicht. Das steht in den Sternen. Wichtig ist dabei, dass wir hier eine neue oder die erste FPS-Karte kriegen werden. Die wird sowohl EVA-Bereiche beinhalten als auch klassische FPS-Bereiche. Im Fokus steht dabei natürlich das taktische Teamplay und dafür werden sogar die Waffen überarbeitet nochmal. Es wird nochmal komplett an den Animationen, an den Bewegungsanimationen gearbeitet, damit man ein flüssiges Spielen hat. Ja, dabei nicht missverstehen, ihr könnt natürlich jetzt auch schon in Crusader im Mini-PU FPS-Kampf machen, die Möglichkeit gibt es ja, aber Star Marine ist wirklich eine einzelne Simulation, genau wie Arena Commander nochmal in der Simulation. Chris Roberts hat in der Präsentation gesagt, da geht es wirklich darum, dass man schnell in ein FPS-Match reinkommt und schnell auch wieder raus, wirklich quasi zeitbasiert eben kompetitiv mit anderen spielen kann. Dabei wird aber noch nicht Setterball enthalten sein, das ist ja sozusagen die Sportversion, wie das Racing im Arena Commander von Star Marine, die wird im ersten Teil noch nicht dran sein. Das hat er uns im Interview verraten. Das heißt, da müssen wir noch ein bisschen drauf warten. Aber dafür sollen noch neue Avatare bzw. ja, die Charaktermodelle weiter ausformuliert werden. Und ich hoffe ja persönlich zum Beispiel, dass der weibliche Charakter damit endlich auftaucht. Also, sie haben gesagt, das ist quasi am Rande der Squadron 42-Entwicklung. Ist es jetzt so, dass sie diese Charaktermodelle haben? Deswegen sollen die jetzt auch schon mal integriert werden. Und ich schätze mal, das ist eigentlich so das Naheliegendste, dass sie es auch schaffen, eine Frau einzubauen. Und das wäre toll. Wäre mal eine Erweiterung des Universums, würde ich sagen. Ja, aber fehlt sonst. Natürlich gibt es auch schon Ankündigungen, welche Schiffe Flight Ready werden. Auf der einen Seite wird es die neue Vanguard sein, die neue Variante der Vanguard. Das ist die Hoplite, ein Dropship, was auch in Squadron 42 eine Rolle spielt. Und sicher ist auch, dass die Drake Herald kommen wird. Auch die soll Flight Ready werden. Also wir sehen, da ist jetzt schon ziemlich der Fahrplan klar. Arena Commander kriegt jetzt zusätzlich nochmal eine Optimierung bekommt es endlich. Sie haben selber festgestellt, es kam im Rahmen der jetzigen Entwicklung ziemlich zu kurz und sie wollen danach bessern. Da geht es um die Flugmechanik, sprich jetzt den Space Combat Mode. Der soll überarbeitet werden. Es soll bessere Kameramodus geben, weil sie auch gesagt haben, so die Leute drehen so schöne Videos. Ja. Wir fügen dann wirklich den Cinematic View ein, bessere Orbital Camera Modes und dann arbeiten sie auch an einer neuen Map, einer neuen Karte für die Arena, die man spielen kann. Also da wird eine ganze Menge gemacht. Und auch, was ich sehr spannend fand, die Logik beim Spawn im Arena Commander, dass man sofort alle Waffen wieder auffüllt, das soll sich jetzt ändern. Da arbeiten sie gerade an der Spielmechanik, die das Spiel spannender machen soll. Bin ich ja mal gespannt, wie das aussehen wird, ob man dazwischen sich irgendwie auftanken oder sonst irgendwas machen muss. Mal gucken, werden wir erfahren. Einen Punkt haben wir noch. Ja, denn wir haben nämlich noch eine neue Rennstrecke, die damit kommen soll. Wer schon mal in die Grimhack Station geguckt hat und sich ein bisschen die Vorberichterstattung angeschaut hat, weiß, da wird es irgendwann eine Rennstrecke geben im Mini-PU. Jetzt aber erstmal kommt sie dann in den Arena Commander. Das heißt, wir haben eine neue Rennstrecke, die durch den Asteroidengürtel rund um die Grimhack Station führt, dann mit Patch 2.6. Sehr coole Sache. Was wir jetzt haben noch, ist die Roadmap. Das heißt, der Ausblick, der uns gleich mitgeliefert wurde. Also man muss sagen, ich finde, Chris Roberts war sehr, sehr mutig auf dem CIG-Event, weil er angekündigt hat, 3.0 kommt bis Jahresende. Und 3.0 ist jetzt nicht nur ein kleiner Patch, sondern der schafft eine ganze Wende in dieser Spielentwicklung herbei. Und er hat auch gesagt, 2.7 wird direkt weggelassen und wir machen direkt den großen Approach und schaffen 3.0.
das ist auf jeden Fall eine riesige Ankündigung gewesen. Ja, kann man nicht anders sagen. Man kann es allerdings auch vergleichen damit, was letztes Jahr passiert ist. Wir hatten die 2.0-Ankündigung auf der Gamescom und Ende November ging dann 2.0 ins PTU und dann irgendwann live mit viel Chaos, mit viel Durcheinander und stundenlangem Warten. Ähnliches, sage ich euch gleich, wird uns vermutlich auch Ende diesen Jahres erwarten. Aber ihr müsst überlegen, sie haben jetzt ein Jahr mehr Erfahrung. Das heißt, sie wissen jetzt genau, okay, da kommt ein großer Patch, das wird riesig und ich glaube persönlich, wenn er das ankündigt, dann wird er das auch durchziehen können. Was ist denn da jetzt alles drin? Das ist wirklich ein fetter Meilenstein. Also ich denke mal, dass das, was an den meisten aus den Socken haut, ist, dass Stanton, das System, soll weitestgehend komplett sein. Sprich, wir werden dort Crusader, Hurston, Arcop, Microtech als Planeten erleben und natürlich werden wir auch noch ein Dutzend Monde dazu bekommen. Welche Planeten begehbar sind und welche nicht, das wissen wir natürlich nicht, aber das prozedurale Rendering wird auf den Monden auf jeden Fall schon funktionieren. Ja, außerdem schummeln sie einen weiteren Planetoiden ins System, der eigentlich da gar nichts storymäßig zu suchen hat, und zwar Delamar, weil der enthält die fertige Levski-Landezone, die man auch in der Präsentation gesehen hat. Delamar gehört eigentlich ins Nyx-System, hat also hier eigentlich nichts zu suchen, wird aber erstmal provisorisch eingefügt. Wie gesagt, ob man jetzt Arcop, Crusader, Hurston und Microtech schon wirklich prozedural begehen kann, die Landezone erreichen kann, wissen wir an der Stelle noch nicht. Bei den Monden, Planetoiden und Delamar wird es aber wohl so sein, denn das ist einer der großen Meilensteine. Und dazu kommen natürlich auch, wenn einen Planeten langweilen, 30 Raumstationen, die begehbar sind. Das kommt nochmal oben drauf. Wir sehen also über 30 sogar kommen dazu. Und wir haben ja im Interview erfahren, dass die Distanz oder die Größe von Stanton am Ende des Tages 21 Minuten Flugzeit oder 20 Minuten Flugzeit. 21 hat er gesagt. Rundum 21 Minuten Flugzeit im Quantum Drive sind. Das haben die Developer von dem internen Build, den es schon gibt, gesagt. Ja, und dann, was ganz spannend ist, glaube ich, die Karrieren, ne? Also natürlich ist dieses ganze Stanton-System schon mit Aufgaben geplant. Das heißt, man wird sich dann entscheiden können, in welche Richtung geht man von der eigenen Reputation her. Und dafür gibt es Berufe oder Aufgaben, wie Warentransport, Handel, natürlich auch Piraterie, dann haben wir Geleitschutz und Söldnerdienste, die man anbieten kann und natürlich auch Kopfgeld. Das heißt, wir haben hier schon eine ganze Palette von Aufgaben, um die eigene Entwicklung im Spiel schon mal anzulegen. Genau, damit verbunden auch das erste Marktsystem. Das heißt, es ist tatsächlich so, der Händler kann Geleitschutz anheuern, der wiederum kann von Piraten überfallen werden. Und wenn es alles gar nicht geht, dann holt ihr euch als Kopfgeldjäger den ganzen Kram wieder zurück. Das heißt, merkt schon, da ist ein kleiner Wirtschaftskreislauf geschlossen. Natürlich noch nicht Mechaniken wie Mining oder Betankung, sowas ist noch nicht dabei, aber der Teil ist schon mal angekündigt. Ja, und damit brauchen sie auch neue Technologien. Und die werden auch in Masse eingeführt in 3.0, das kann man nicht anders sagen. Wir beginnen da mit dem Itemsystem 2.0. Wie gesagt, erinnert euch, das wurde ja schon in 2.5 jetzt im Hintergrund angelegt. Das soll dann wirklich freigeschaltet online gehen mit 3.0. Damit auch das Grabby Hand System, das heißt, dass man Kisten, Gegenstände greifen kann, Waren und woanders wieder ablegen kann. All das soll mit 3.0 kommen. Wir haben das Star Network als nächsten Punkt in der 1.0 Version. Das sagt euch vielleicht noch nicht viel. Es ist die neue Serverstruktur, das neue tatsächliche Kommunizieren der verschiedenen Server, um zu ermöglichen, dass möglichst viele Spieler gleichzeitig im Stanton-System unterwegs sein können, ohne dass es zu Server-Lags oder eben Frame-Drops kommt. Das ist eine komplett neue Architektur, die sie damit einführen und die mit in der 1.0-Version kommen soll für die Alpha 3.0. Außerdem haben wir die Subsumption, die NPCs. Genau, dass diese Interaktion mit NPCs, die uns Missionen zum Beispiel geben, die auf Missionsverläufe reagieren, das wird angelegt, war auch schon zu sehen auf der Präsentation. Ist auch, sage ich jetzt mal, der größte, der wichtigste Meilenstein mit im Universum, weil wir erinnern uns ja, das Verhältnis von NPC zu Spielern soll ja 90 zu 10 sein. Ja, also 90% NPCs, 10% Spieler. Das heißt, ihr werdet sehr, sehr viel mit NPCs zu tun haben später in Star Citizen. Und dafür gibt es eben jetzt Subsumption 1.0 für die Alpha 3.0. Das heißt, da werdet ihr die erste Interaktion erleben können. Und damit hängt auch der Missionsgenerator zusammen, der nämlich auch in seiner 1.0-Version kommen soll. Das bedeutet ein dynamisches Missionssystem, dass ihr wirklich fortlaufende Missionen habt.
ab von verschiedenen Missionsgebern oder so Questgebern, wie sie sie nennen, und dass diese sich sozusagen dann irgendwann ausbauen auf ein komplett dynamisches System, dass der Markt auch davon mitbestimmt wird oder sich eben entsprechend daran regeneriert. Ja, und dann kommen wir am Ende noch zur Spekulation, was die Schiffe angeht. Also von der Präsentation her könnte man natürlich auf jeden Fall erwarten, Dragonfly und Ursa Rover sind so das Minimum, was bis da auf jeden Fall starten muss. Im letzten Monatsreport wurde schon gesagt, okay, die Arbeit an der Constellation Aquila nimmt Fahrt auf. Die ganzen Constellation-Modelle werden gerade forciert in der Arbeit und in wenigen Wochen sollen die starten. Das heißt, ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass wir die ganzen Connies zum Beispiel sehen. Ja, sehr, sehr gute Möglichkeit. Außerdem, die Caterpillar, gerade in ihrer Basis-Cargo-Variante, ist schon kurz vor der Fertigstellung, sehe ich auch für Alpha 3.0 als Spekulation. Und wenn ich mich richtig informiert habe, dann ist der nächste Schiff nach der Caterpillar, was drankommt, die Carrack. Und das wäre natürlich ein großes Ding noch, wenn man sagt, sie versuchen wirklich die Exploration-Schiffe schon mal in die Reihe zu kriegen. Mal schauen. Aber das ist dann wirklich weit nach vorne spekuliert. Ansonsten würde ich sagen, Frachtschiffe an sich haben auch eine ganz gute Chance. Vielleicht der Halle A. Ja, zum Beispiel. Auch das könnte sein. Aber spekuliert mit uns mit in den Kommentaren. Wir gehen jetzt noch mal in das Outro, in die Zusammenfassung. Ja, Patch 2.7 wird einfach weggelassen. Wir gehen direkt rüber zu Patch 3.0, nachdem Star Marine mit 2.6 gekommen ist. Ich meine, das ist tatsächlich jetzt sehr, sehr ehrgeizig, aber ich finde, auf der Präsentation und auch in den Interviews hat Chris Roberts einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht, wirkte sehr entspannt. Ich hatte nicht das Gefühl, dass er jetzt hier irgendwie pokern muss. Nee. Ich glaube, dieser Fahrplan scheint realistisch. Ja, sie scheinen jetzt große Fortschritte zu machen. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass 3.0 kommt, dann haben wir natürlich schon die elementarsten Möglichkeiten, Aufgaben und Rollen einzunehmen. Wir haben die Möglichkeit, mit einer KI zu interagieren, was ja auch so ein bisschen der Baustein ist, um später Capital-Schiffe als Multicrew-Schiffe zu fliegen. Und wir haben natürlich mit diesen Rollen und Aufgaben und auch mit den größeren Schiffen die Möglichkeit, wirklich ein geschlossenes Wirtschaftssystem hinzubekommen. Ja, das sind also wirklich die ersten Schritte dorthin. Wenn man sich aber überlegt, wie groß Crusader und seine Umgebung jetzt schon ist und wie riesig dann Stanton wird, kann man sich schon vorstellen, was das für Umfänge haben soll. Außerdem stellt sich natürlich jetzt die Frage, wann kommt dann Star Marine zu uns? Das heißt, passiert es vor der CitizenCon, um die CitizenCon herum? Wie sieht es mit dem Patch 2.6 aus? Was wir gar nicht wissen, ist Squadron 42. Da ist ein großes Geheimnis drumherum. Wir wissen nur, dass es bei der CitizenCon präsentiert werden soll, nochmal ausführlich. Aber was da passiert, wissen wir ansonsten noch nicht. Ja, Road to Beta, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Also wir sind damit auf jeden Fall auf dem besten Weg zur Beta, wenn das jetzt wirklich live geht, Ende des Jahres. Am Rande noch eine kleine Sache, die ich sehr lustig finde. Es gab lange vorher bei uns auch in der Community Diskussionen darüber, ob es möglich sein wird, später Bodenziele anzugreifen. Mit der Präsentation von CIG, mit dem Event, haben wir gesehen, ja, es ist möglich. Also da wird sich auch noch mal einiges tun mit der ganzen Mechanik im Atmosphärenflug. Also wir sehen, wir sind wirklich dabei, dass das Citizen auf dem Weg zur Beta abgerundet wird und die ganze Bandbreite an Features zumindest erstmal angedacht hat. So ist es, ja. Also von daher spekuliert mit uns mit, schreibt uns in die Kommentare, was ihr so denkt, wie ihr das Ganze empfunden habt, auch mit der ganzen Berichterstattung und natürlich der Präsentation von CIG. Liked oder disliked die Episode und natürlich abonniert den Channel, wenn ihr weiter up-to-date bleiben wollt, wie sich jetzt Star Citizen im Laufe dieses Jahres noch entwickelt und natürlich auch, was es darüber hinaus. Und wenn ihr uns als YouTube-Creator unterstützen wollt, dann geht doch mal auf unsere Patreon-Seite, das würde uns sehr, sehr freuen. In diesem Sinne, Weezen und Sawyer verabschieden sich bis zum nächsten Mal mit einem See you on the Flight Deck!